Paschi, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video aus dem heißesten Ort Deutschlands, aus dem UFO-Zimmer von mir, meine Freunde. Und ihr glaubt gar nicht, ich habe die Klimaanlage gerade an. Die schallt mir quasi ins Gesicht und trotzdem ist es einfach unerträglich warm hier drin, Leute. Ich weiß, dass ihr genauso leidet wie ich gerade. Nichtsdestotrotz muss der Fortnite-Grind weitergehen. Mit dabei ist heute der liebe Schmocki. Ich grüße euch. Wir werden gemeinsam heute etwas Kleines bauen, meine Freunde. Denn ihr liebt momentan die Videos, wo ich Sachen baue. Und ich würde jetzt mal sagen, meine Freunde, wir gehen gemeinsam hin und bauen ein richtig, richtiges Monster-Bauwerk, Leute. Wir gehen jetzt hin und bauen eine riesige Brücke. Eine unendlich riesige Brücke über komplett Loot Lake. Denn wir sind beide der Meinung, Leute, Loot Lake ist einfach zu groß und da muss irgendwas hin. Und deshalb bauen wir jetzt eine riesige Brücke gemeinsam, meine Freunde. Schmockige Idee gewesen. Und wenn ihr wollt, dass wir generell mal ein bisschen die Map ein bisschen aufpimpen, all sowas machen, vielleicht ein vernünftiges Fußballstadion da hinten nach Pleasant Park bringen und so weiter und so fort, dann lasst gerne mal wieder einen Daumen nach oben da, schreibt uns neue Sachen in die Kommentare, die wir bauen können. Dann sind wir damit auf jeden Fall down. Wir haben natürlich auch überlegt, mal Tilted Towers zu einer wirklichen Großstadt zu bauen, sprich die Häuser ein bisschen nach oben zu ziehen und so weiter und so fort. Wenn ihr sowas sehen wollt, wie gesagt, Leute, Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid. So, Schmocki, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rüber. Ja, wo möchtest du die Brücke starten? Hier beim Wasserfall oder was? Nee, hier vorne, komm mal her. Hier, wir machen die quasi über die Insel in der Mitte hinweg. Die Insel in der Mitte ist nämlich quasi ein wichtiger Stützpunkt der Brücke. Erstmal muss aber dafür dieses Haus hier entfernt werden. Und dann können wir uns auf jeden Fall unten auch ein paar, ja, wie soll ich es nennen, ein paar Plattformen zunutze machen, die tatsächlich dann dafür da sind, dass wir halt ein bisschen mehr Platz unten haben. Sprich, wir können uns halt so ein kleines Gerüst übers Wasser bauen, was wir dann einfach kaputt schießen können. Eigentlich brauchen wir eine Menge Stein und eine Menge Stahl. Das Haus besteht leider aus Holz. Kann man nicht ändern an der Stelle. Hauptsache ist es erstmal weg, Digga. Dann muss der Rest ja noch weg, Schmocki. Die komplette Insel muss einmal kahl rasiert werden, ja. Wir können natürlich auch mal hingehen, Leute, wenn ihr wollt, dass wir hier eine kleine Festung oder sowas bauen auf der Insel von Loot Lake. Dann lasst dafür auch mal gerne einen Daumen nach oben da. Wäre natürlich auch eine geile Idee, wenn man hier einfach mal ein bisschen was pimpt und hier ein richtig geiles Schloss hinbaut oder so. Ist ja alles theoretisch möglich im Playground-Modus. Ist ja gar kein Problem. Dann würde ich sagen, können wir hier schon quasi das erste, den ersten großen Fundament. Das Fundament. Bauen. Ich habe noch keine genaue Idee. Ich muss mir ganz mal ausdenken, wie ich es überhaupt mache, Leute. Ich mache jetzt einfach mal ein 3x3 Fundament hier hin. So. Welches dann auf jeden Fall, glaube ich, erstmal ausreichen sollte, um das Großbauprojekt Brücke hier zu tragen an der Stelle. Das hier ist quasi das große Fundament, Leute. Ich überlege gerade nur, ob wir das nicht sogar 4x4 bauen. Platz ist ja genug, dann hätten wir nämlich quasi genau hier, guck mal. Hier wäre dann quasi die doppelte Fahrbahn in der Mitte. Siehst du das hier so? Ne? Mhm. Ja, ich würde fast schon sagen, Digga, 4x4 ist the way to be, Alter. Lass es mal so machen. Also wie gesagt, Leute, ich baue das wieder gerade komplett aus dem Kopf raus. Ich weiß nicht, ob das Ding am Ende scheiße aussieht. Kann auch passieren, hier muss ich ganz ehrlich sagen. Es muss natürlich hier alles auch bündig sein, Leute. Ich will natürlich hier keine kleinen, ekligen Lücken drin haben. Das hasse ich ja meistens. Das habe ich schon früher bei Minecraft gehasst. Ich will halt immer alles so bauen, dass es zumindest von außen irgendwie einen logischen Anschein erweckt. Ja, das ist das Wichtigste. So, und ohne Jetpack, Leute, wäre das hier das Nervigste überhaupt. Aber mit dem Jetpack ist das echt relativ easy. Hat so ein bisschen was von Minecraft Creative Mode tatsächlich, Alter. Also Leute, wie gesagt, ich freestyle jetzt hier einfach mal ein bisschen rum und ja, mal gucken, ob das Ding dann auch im Endeffekt geil aussieht. Ich habe so einen ungefähren Plan, das ist es aber auch schon. Einen ungefähren Plan habe ich mehr nämlich nicht. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das trotzdem so willst du das Gelände machen, okay. Tight aussieht, so. Normalerweise braucht man für so einen Brückenbau ja 6, 7 Leute. Mhm. Wir rotzen das hier einfach mal zu zweit, Leute. Okay, das wird echt widerlich. Einfach nicht selber glauben, das ist das Ziel. Was machst du? Oh Junge, ich habe jetzt hier noch was Behindertes gebaut, Alter. Uff, es sieht so geil aus, aber es ist so krank schwer nachzubauen, Alter. Gut, Schmocki, ganz kurz, ja? Ja. Ich glaube, wir machen die Brücke erstmal so lange, wie sie jetzt hier ist bei mir. Okay. Weil anders ist es einfach nicht möglich, das fertigzustellen. Ich meine, guck dir das mal bitte an, Digga, dieses Monster, was ich hier gebaut habe, Alter. Das auf der anderen Seite nochmal. Es tut mir leid, es ist, glaube ich, nicht möglich, das so zu replizieren. Es ist so krass, was du gemacht hast, oder was? Ja, es ist einfach zeitlich, glaube ich, schwierig, Digga. Ich glaube, es wird einfach zeitlich sehr schwer, das so hinzubekommen. Schmocki, ich drehe gerade komplett am Rad, ne? Ja, du willst nicht wissen, was ich gerade mache. Ja, Digga, das kann ich dann aber nicht nachbauen, wenn es so krass ist. Junge, Alter, ist ja nicht möglich, was ich hier gerade mache. Oh, man. Leute werden irgendwann nach Loot Lake kommen, auf dieses Bauwerk zurückblicken und sagen, Today. Okay, ich habe ein kleines Problem, mein Jetpack ist gleich leer, Schatz. Wie hoch ist denn dein Tower? Och, Digga. Was denn? Was machst du denn da krank? Das sieht doch geil aus. Ja, übel, aber... Ja, aber es muss ja so sein. Ja, hast ja recht. Bringt ja nichts, Alter. Muss ja auch irgendwie in sich... Boah, ist das... Was? Nein, aua. Wie soll ich das denn nachbauen? Oh Gott, mein Gehirn funktioniert schon wieder nicht. Digga, und jetzt wird's so richtig heiß gerade. Pass auf, also nimm das alles. Bau das mal auf der anderen Seite nach. Ich gehe nach Lazy Links, Digga. Hol schon mal einen Golfkart her, ja? Mhm. Alter, sieht so krass aus, Digga. Digga, was machst du denn da, Digga? Niemals. Natürlich, Schmocki. Komm schon, nicht aufgeben, Alter. Du bist so ein krasser Typ, Schmocki, ja? 3 Stöcke nach oben, okay. Richtig, genau. Warte. So, Facecam läuft wieder, Leute. Ach, Schmocki hasst mich gerade schon. Nee. Das ist ja so geil, die Brücke ist ja keine Standardbrücke. Sie sieht geil aus, oder? Alter, ich guck sie gerade von der anderen Seite an. Die sieht richtig neat aus, wirklich. Damit kann man wirklich arbeiten. Das sieht echt aus wie eine richtige Brücke einfach. Ich gehe hier vorne ein bisschen Stahl farmen, hol mir noch hier alles an möglichen Dingen und hol mir direkt hier vorne noch ein Jetpack und helfe dir dann da vorne weiter. Ja, dann bauen wir jetzt nämlich ein Jump-Pad noch dazu.
Dann kriegen wir das hin, Schmocki, okay? Hörst du? Alright. Such mir auch mal ein Jetpack mitzubringen. Ich kann nicht eins mitbringen, das ist ja das Problem. Man kann immer nur eins mitnehmen. Ah, man kann nur eins mitnehmen? Ja, das ist halt das Ding. Komm schon, gib mir Jump-Pads. Ich brauche noch eins, eins, eins. Gib mir doch ein Jump-Pad. Mittlere Metallschiene sollten wir, glaube ich, entfernen. Warum? Weil dann können wir besser driften. Das ist aber dann zweitrangig erstmal. Erstmal, Schmocki, ist wichtig, dass das Ding jetzt erstmal steht. Okay, ja, dann machen wir so schön das Arbeiten, wie der sogenannte. Die kommen erst am Ende. Alter Schwede, sieht das fett aus, das Ding. Lecko funny. Das ist eine echt schöne Brücke, kann man nicht anders sagen. Alter, kann ich nicht warten, dass hier keine Jump-Pads mehr sind. 10.000 Lamas aufgemacht, keine Jump-Pads gefunden. So, Leute, das erste Mal, dass ihr ein Fahrzeug die neue Brücke betritt. Schmocki macht das da hinten schon richtig, richtig gut. Das sieht schon richtig gut aus, Digga. Schaffen wir sogar in der Zeit, Alter. Ja, stell dir mal vor, Leute, in Loot Lake wäre jetzt einfach so eine Brücke. Wie geil wäre es bitte? So eine Brücke richtig generell geil. Für Fights immer richtig, richtig schön. Wäre schon ziemlich, ziemlich lecker. Ich bin hier vorne mit dem ersten Teil tatsächlich relativ zufrieden, weil das nämlich wirklich aussieht, wie ja so eine Brücke halt immer aussieht, ne? Ja, das stimmt. Ich bin der Erste, der diese Brücke befährt. Können wir mich hier vorne mal mit zwischenstreben, Schatzi, ja? Jo. Die ich hier eben so reingeeditiert habe. So, schau mal einmal kurz. Obwohl, nee, ich kann's gerade nicht. Mein Jetpack war leer, Alter. Mann. Alter Schwede, Leute. Was für ein Bauprojekt. Also wirklich. Das grenzt schon an Geisteskrankheit. Auf jeden Fall, Digga. So, das sieht auf jeden Fall schon mal krass aus hier, Alter. Alter, ich sag's dir, Alter. So, Kinas. Also wenn Ditte nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht, Alter. You survived? Yes. Nice one. Sollen wir mal einer sagen, Fortnite wäre kein Creative Game? Ja, das stimmt. Schmocki, ich brauche nochmal leider ein bisschen Stein. Ja, hier. Wo bist du? Ja, über dir, über dir. Oh. Grundsteinlegung Loot Lake ist damit einmal, abgesehen von diesem richtig fetten Fettbrocken, der in der Mitte ist, überbrückt worden. Ja, der ist leider ein bisschen störend. Aber sonst haben wir einmal komplett Loot Lake überbrücken können, meine Freunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal hier vorne rüber und holen uns nochmal ein bisschen Steine. Ich habe noch Steine für dich, 200. Ja, das reicht nicht, Diggi. Wir müssen ja das ganze Ding nach hinten fertig bauen. Das haut ja gar nicht hin, du, Schmocki, hä? Von wo kommst du denn? Ach so, den Part meinst du, okay. Ja, ja, da muss, muss ja auch alles. Da muss ja auch alles tutti, tutti perfekto sein, weißt du? Müssen wir einmal hier in der Mitte das wegmachen, Leute. Dann stirbt er nicht nur. Gucken, dass wir unseren Bodenbelag hier nicht zerstören. Ne? Das muss natürlich auch noch alles hier gewährleistet sein, dass der noch hält. Alles im Allen, Schmocki. Ja, bitte? Sehe ich hier vorne nur noch eine kleine Asymmetrie unter diesen Unterkoffer, der noch fehlt bei dir, ne? Also quasi das hier unter diesen beiden Dingern drunter, ne? Oder warte, soll ich das schnell machen? Ja, mach mal kurz, ich mach gerade den Steg. So, Leute. Also, Schmocki, in meinen Augen fehlt hier vorne eigentlich nur noch eine Sache. Der Steg. Der hier, den ich hier gerade versuche zu bauen. Da warst du auch dran, ne? Ah, hier hast du den begonnen, genau. Stimmt. Ja, mach du den kurz. Nein! So. Rotieren, 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 rotieren. Und Leute, ich glaube, Schmocki, ich glaube, wir haben es geschafft. Dass wir fertig sind. Ja. Ich glaube wirklich, wir haben es geschafft, Digga. Boah, sieht echt geil aus, wir haben eine geisteskranke Brücke hier gebaut, Digga. Die ist doch, glaube ich, so nicht in Fortnite gegeben hat, Alter. Und da kann man sich schon mal für auf die Schulter klopfen. Ich verbinde das hier noch ganz kurz. Ja. So, Leute, also, schaut mal ganz kurz her, ja. Ich werde es mal ganz kurz hier folgenderweise was Verbotenes machen. Und zwar ein Jump-Pad hier hinsetzen. Das ignorieren wir dann einfach weg. Schmocki, kannst du das Jump-Pad dann einfach kurz entfernen, wenn ich hier durch bin? Also unten auf das Ding drauf. Moment, ich komme zu dir. Das da? Ja, genau, genau. Okay. Okay, 3, 2, 1 und go. Leute, mach das Jump-Pad mal weg. Schaut euch diese Brücke an, Leute. Alter Schwede. Oh mein Gott, Schmocki. Geil, oder was? Hol mal den Kart her, hol mal den Kart her, Digga. Es ist ultra heftig, Leute. In 15 Minuten haben wir das Ding zu zweit hochgezogen. Richtig, richtig geil. Gefällt mir richtig, richtig gut. Es sieht so heftig aus einfach, Digga. Ja? Es sieht so krank aus von der Seite, wenn wir mal von hier irgendwie... Geh mal von der Brücke kurz runter. Oder fahr mal mit dem Kart hier zu mir rüber. Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Alter. Ja, okay, das ist wirklich... Leute, das ist Next Level Fortnite Playing. Guckt euch das mal bitte an. Das Ding ist ja wohl der absolute Oberhammer, oder? Mit diesen durchgehenden Streben und sowas. Richtig, richtig nice. Sieht richtig, richtig gut aus. Sieht einfach aus wie eine richtige Brücke, die irgendwo stehen könnte. Ja, bitte hier runter, ja? Es tut mir leid, aber Sie sind selber schuld. Gehen wir mal ganz kurz das Kart. Gehen wir mal das Kart, Schmocki. Ja, 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 ja. Steigen Sie ein. Oh Gott, steigen Sie ein. So, Herr Schmock. Und jetzt geht's in die erste Testfahrt auf unserer großen Brücke. Leute, das Ding ist ja wohl der absolute Oberknaller, oder? So, Leute, und jetzt geht's auf die Jungfernfahrt über die, ja, Loot Lake Brücke eigentlich, ne? Also, auf geht's, Leute. Einmal durchdriften, bitte. Ich will nichts kaputt machen. Können wir was kaputt machen? Ja, klar, wenn wir irgendwo gegenfahren. Achtung, guck. Also, wenn wir Stahl zum Beispiel, Stahl säbeln wir direkt um. So, jetzt hier zum Beispiel, da fahren wir durch. Okay, never mind. Ey, ich bin so happy damit, Alter. Ich bin richtig zufrieden, wirklich. Ja, stell dir mal vor, Leute, die armen Bewohner, die hier vorne wohnen, ja, die jetzt wirklich die Möglichkeit haben, dank dieser Brücke hier den Loot Lake einfach mal zu überqueren, das Riesending. Oh, oh, Alter, oh. Und driften. Hallo? Oh. Ja, ja, geht, geht, geht. Und ne, ihr wollt nicht, ne? Jetzt. Oh.
Ja, da gibt es auf jeden Fall noch einiges, was wir noch nicht überarbeitet haben, Leute. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, ich werde jetzt nochmal hier vorne kurz hingehen. Leute, dieses Ding ist, glaube ich, das Krasseste, was wir jemals in Fortnite gebaut haben mitunter, Alter. Vor allem zu zweit. Finde ich es halt immer noch heftig, Leute. Schaut euch diese Brücke bitte einmal an, ja. Also es ist wirklich echt geil. Und ich finde das Ding einfach nur so ultra heftig, Mann. Es ist einfach nur wirklich, wirklich krass. Ist richtig, richtig geil geworden, Leute. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns wieder in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Ich bin damit raus, meine Freunde. Macht das gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und schaut unbedingt mal Schmocki vorbei. Danke. Ja. Ciao.